Was halten Sie von Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten? Die Diskussion, die stellt sich ja über. War noch gar keine Gag-Frage, aber Sie lachen schon. Ja, vielleicht erübrigt sich die Frage altersbedingt irgendwann. Ich glaube, viele können es sich nicht vorstellen, aber ein bisschen Zeit, bis sich die Frage final stellt, ist ja noch. Ja. Also Sie hoffen einfach, dass sich das durch das Alter erledigt. Ja, Junge Union ist wenigstens ehrlich. Finde ich gut, erfrischend. Ja. Selbst die Hälfte aller CDU-Wähler finden Merz als Kanzlerkandidaten schlecht. Interessant, interessant. Das ist schon interessant. Ja. Wir haben tatsächlich mal eine KI gefragt, wie Friedrich Merz sympathischer werden könnte, auch für Frauen. Hier so schön mit Gitarre, was haben Sie davon? Ist okay, ja, Lagerfeuer, aber ich wäre jetzt nicht so auf ein Date aus, insofern. Sonst hätte ich mir auch Sorgen gemacht. Ja, okay. Was halten Sie denn von einem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz? Kann dazu nicht sagen, meine Freundin ist im Vorstand. Glauben Sie denn, dass Friedrich Merz der Richtige als Kanzlerkandidat ist? Ich glaube, das muss die Mehrheit entscheiden. Für mich persönlich nicht, aber wenn die Mehrheit... Nein, hätte auch gereicht. Wer wäre denn ein besserer Kanzlerkandidat als Merz? Lindemann. Das kam jetzt sehr schnell. Ja. Und durch Lindemann. Ja. Lindemann gilt ja als der junge Friedrich Merz. Nein. Nein? Ja, überhaupt nicht. Er ist viel toller. Und Henrik Wüst ist ein sehr sympathischer, junger Familienvater. Das spricht natürlich, glaube ich, Frauen noch ein bisschen mehr an. Wir sammeln heute Grußworte für den Kanzlerwahlkampf von Henrik Wüst. So, jetzt lassen Sie mich mal hier da vorbei. Hallo, guten Tag. Hallo. Freut mich, Sie zu sehen. Gerade zu dem Termin, den ich habe. Ich freue mich immer, Sie zu sehen. Vor allem allerdings, wenn Sie mit anderen die Interviews führen. So kommen wir nicht weiter. Friedrich Merz braucht von den jungen Leuten hier jetzt mal ein paar frische Ideen. Ja, man glaubt es kaum, aber ich stehe hier tatsächlich mit dem einzigen CDU-TikTok-Star. Naja, also wir haben ganz gut gearbeitet. Schon bezeichnet, dass Sie der CDU-TikTok-Star sind, ja, ne? Ja, da kann man wieder sehen, TikTok hat nichts mit dem Alter zu tun. Ja. Ne? Man muss sich nur in diese Geschichte reinbegeben und authentisch bleiben. Das heißt, Friedrich Merz sollte einfach mal sich an Ihnen beispielsweise so ein kleines Tanzvideo einfach mal raushauen. Als Beispiel, ein paar provozierende Sprüche hat er ja heute auch gebracht und dann läuft's. Also natürlich sind die meisten hier bei der Jungen Union doch Merz-Fans, aber ich bin froh, dass ich wenigstens einen gefunden habe, der gemeinsam mit mir über den Friedrich lacht. Hi, hi. Friedrich Merz als Kanzlerkandidat. Was wäre das Gute daran, mal abgesehen davon, dass Sie es dann nicht geworden sind? Dass Olaf Scholz nicht mehr Kanzler ist. Ist nicht Friedrich Merz die einzige Chance, als für Olaf Scholz überhaupt noch Kanzler zu bleiben? Nein, also der Bundeskanzler selber ist ja ein großartiger Redner, ein witziger Charmeur. Und er findet auch immer seinen Weg, wie ich letztens gesehen habe. Er läuft vom roten Teppich irgendwo vorbei an seinen Staatsgästen. Ich glaube, Friedrich Merz ja zum Glück gar nicht, dass er in Fettnäpfchen tritt, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein. Herr Merz, wie wär's? Sie geben mir ein Interview und ich besorge Ihnen einen Zahnarzttermin. Ich glaube einfach, dass er nicht so sympathisch ist wie manch andere. Vom Herzen bestimmt schon, aber es kann er nicht so gut zeigen. Haben Sie vielleicht mal einen Tipp an ihn, um das mehr zu zeigen? Einfach ein bisschen cooler werden. Ja, ich glaube, nee, das wird nichts. Schade. Fest steht eins. Die CDU braucht einen Kanzlerkandidaten. Jemand, der präsent ist, konservativ und sich nicht den Mund verbieten lässt. Aber wer könnte das sein? Tja. Hallo YouTube. Unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Er deutet nach unten in die Infobox. Neben mir gibt es weitere interessante Videos, Verlinkungen, vielen Dank.